Hallo und herzlich willkommen zum Rennen in Australien. Mit dabei habe ich den Vincent. Ja, servus, 50% Rennen, Australien, Melbourne. Yes. Lass uns Olle! loslegen. Ja, auf jeden Lass uns Fall. sterben gehen. War doch nicht. Nein, bitte nicht. Lass uns vorheizen auf den ersten Platz. Ah, na, da bist ja du. Ja, wir Ich müssen halt zum eh alle auf, von Platz daher. 16. Das ist nett, ja. Ich muss mich da von Platz 16 nach vorne kämpfen. Ich hoffe, das gelingt halbwegs. Während der Regen noch lädt. Ja, lade gerne. So, wunderbar. Schauen wir gleich mal auf die Rennstrategie. Wenn wir da mal da sind. Oh ja. Ja, Soll ich da das meine lasse ich mal. verraten oder? Das ist wahrscheinlich genauso wie Das ist deine. eh wurscht. So, Benzin nicht ganz so wenig. Ich könnte mir eigentlich die Reifen aussuchen. Stimmt, ja. Eigentlich könnte ich es mir aussuchen. Ja, ich möchte aber am Anfang nach vorne kommen, also sind die Supersoft schon eine gute Wahl, würde ich sagen. Dann lasse ich das so. Und legen wir los. Einführungsrunde. Im Start muss ich dann vorsichtig sein, wegen, ja, fehlender Traktion. Ich weiß nicht, ich schalte jetzt mal auf Mager da in der Einführungsrunde. Auch wenn wir keine Anzeige haben, wie viel Benzin wir noch haben. Oh Mann, ich hab so viel Schieß vom ersten Rennen. Regi sagt gleich gar nichts mehr. Doch, doch, alles gut. Schon schwer von Platz 1 da safe zu fahren, ne? Ja, es wird schon nicht einfach werden. Ja, eh nicht, ne? Gibt ja doch noch einige andere Fahrer im Feld, ich weiß es gar nicht, 20 Fahrer sind es, glaube ich, insgesamt. Ja, genau, Genau, ja. unsere Teams, 20 Fahrer, logisch. Also es ist doch noch 19 Gegner, die dort auch hinwollen. Und ich mich selber, also von daher. Ja, das ist das größte Risiko. Genau, Man richtig. selbst, ja. Ja, das ist einfach so. Ja, genau. Okay, dann muss ich gerade mal ein Viecher schlagen. Bitte? Ach so, eine Fliege schlagen. Sagen wir mal Fliege dazu, so ein Marienkäfer, der irgendwie in Boah, meiner Meinung da, war du besser. Mörder. Ja, Entschuldigung, Marienkäfer, Jetzt sorry. steigt Guten der Tag, im Peter Westen. aufs Dach gleich. Who the fuck is Peter? Kennst Egal. Peter nicht? Nee. Good luck davon. Ja, doch. Bottas einen Traumstart gehabt. Hamilton genauso. Oder wer klebt mit da dran? Oder Verstappen, what the fuck ist los mit dir? Bockt sich da hier durch? Ich glaub's ja nicht. Ich weiß nicht, was bei mir los ist, aber mir bleibt das Herz stehen. Aber zumindest keine Kollision. Ja, Noch nicht. Wildbanging wurde mit mir gemacht. Wheel. Wheel, Rad. Also probier es das Wildfänge. Okay, wir haben die Startphase erledigt. Jetzt lass uns darauf aufbauen.
Genau, Chef. Wir haben die Startphase erledigt. Ich genauso und wir haben es überlebt. Ja, schön den Verstappen überholt. Und noch Mercedes dran. Boah, die Sonne blendet ziemlich auf Stotz hier. Danke für den Hinweis oder für die Warnung, besser gesagt. Aber bei mir ist da nichts lustigerweise. Ah, jetzt da auf der Graben. Bin überrascht, wie safe ich da gerade durchfahre. Bist du noch Erster? Nee, bin Dritter. Bottas und Hamilton haben mich überholt. Verstappen auch, aber den hab ich schon wieder. Uiui, ich soll komplett wieder runtergehen. Verdammt! Geht so schnell weg, das Benzin. Das war im 16er nicht so arg. Ne. Mercedes sind schon auf und davon, hä? Gut, 5 ja. Sekunden, hä? Wahnsinn. Komm, Eriksen, du bist jetzt dran. Komm, komm, komm. Komm, Ferrari, du bist stärker, komm. Fährt sauber nicht mit Ferrari-Motor? Verdammt! Ja, aber mit. Wow, 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 wow. Mit dem alten Ferrari-Motor, mit dem 16er-Motor. Was passiert? Verdammt nochmal. Ich hab's übertrieben in der ersten Kurve. Wollte unbedingt vorbei am Sauber. Ja. Dann war ich schnell dran und den Bremspunkt verpasst. Immer wieder diese Kurve, warum? Ja, ich wenigstens meinen eigenen Motor. Ich muss so zukünftig die anderen Motoren leiser stellen. Das ist ja schwer, irgendwie schalten. Wenn ich nicht für, wo ich gerade bin. Welche Türen. Ah, ich mache zu viele Fehler. Also an Bottas Hamilton komme ich definitiv nicht mehr ran. Sekunden. 17,4 Sekunden bin ich hinter dir. Wahnsinn. Hier? 17. Und wieder zu weit raus, ey. Ander, nicht wahr? So.
Alonso von mir. Keine gute Stelle gewesen, um Alonso zu überholen. Also ich muss schon sagen, die Bremshilfe, oh die Bremshilfe sage ich schon, die Kurvenlinie, die fehlt mir schon manchmal. Ja, aber es geht. Das ist halt doch ein ganz anderes Fahren, ne? Eine Kurve. Ist ja okay, du hältst sie auf, ich komm vielleicht irgendwann mal wieder ran. Hat über eine Sekunde gekostet. Geplant? Geplant. Puh. Die Traktionskontrolle werden wir das jetzt nicht passiert. Ah, es wird ein Learning by Doing, das wird noch dauern. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 13,6 Sekunden. Ah, gleich viel besseres Bremsen, bitte. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ja, wer allein und musste zur Seite gucken, dass da ein Auto neben dir ist, kannst du mir nicht reinfahren. Wer allein kann. Reifen weiterfahren.
KI, die bremst da Uhr ab in der Kurve, wo man Vollgas fahren kann. Was zur Hölle? Ich weiß, ja. Ich weiß, welche Kurve du meinst. Nämlich genau die hier. So geil, wie lange die Reifen jetzt halten. Die Ultrasoft waren bei mir schnell aufgebraucht. Ja, okay. Hm? Okay, ja. Die kommen bei mir. Na, die kommen gar nicht bei mir rein. Ja, du fährst ein Stoppstrategie, zwei Stoppstrategie. Nee. Gar nicht ein Stopp, aber kommen dann so drauf. Ja, hab ich mir schon gedacht. Ah, viel zu zeitig eingegangen. Oh, keine Strafe, keine Verwarnung, kein gar nichts, okay. Doch schön. Ja, das finde ich auch. Oh, so warte, kommt klar. Hülkenberg hinter uns. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Uiuiui. Oh, Ricardo, what the fuck? Alter. Oh, das war jetzt abgekürzt. Da gab es jetzt auch eine Verwarnung für. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Nein, lieber Chef, diese Runde noch nicht. Weil ich habe Angst, dass ich sonst nicht gescheit durchkomme mit dem Softreifen. Eieieiei, das war fehl von mir, aber so mächtig. Achtung, Achtung! Was Achtung, Achtung, jetzt bringe ich... Ah, Sainz, du hast den Sainz abgeschossen, ne? Ja, unabsichtlich. Windschatten und fettes Gemisch, das war ein bisschen zu viel. Dann zwar voll auf der Bremse, aber war nichts mehr zu machen.
Oh, da vorne wird ordentlich geflattert. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Oh je, das war jetzt doof. Flügel ist gelb. Sorry. Oh, keine Absicht. Abstand zum Hintermann beträgt 7. Verdammt, ich krieg das Auto nicht mehr auf die Strecke geschafft. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Da war es wieder, die nicht vorhandene Linie, die mir geholfen hat in der Situation. Gut, jetzt fahren wir dann in die Box. Ich brauche auch einen neuen Flügel, der ist gelb. Oder, ja. Gelb. Nur meiner Sorge, von der links. Verdammt. Kostet mich jetzt richtig viel Zeit. So gut aufgeholt. Puh, ab in die Box. So, ein neuer Flügel bitte zum Mitnehmen. Ah, die wechseln ihn gar nicht, okay. Denken sich, okay, passt schon, der fährt schon weiter damit. In Ordnung, sparen wir uns ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir einmal die Option Auto, ne? Man kann sagen, Flügel reparieren, ja, nein oder automatisch. Und da haben sie irgendwie bei mir jetzt entschieden, nö, das geht schon, Box ist schon. Und zwar bin mal gespannt, was sie bei mir machen. Ja, das ist auch nicht mehr so fahren, wie ich sie will. Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,3 Sekunden. Schaut aber nicht aus wie 8,3 Sekunden. Aber gut. Der Wagen
Wagen vor dir ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen umgestellt. Oh, der trägt sich jetzt immer raus und das Software mit den kaputten Furries näher. Wow, oh, ho, ho, ho. Da sticht er da rein, Alter, was fällt ihm ein? Da haben wir Vorrang gehabt, ganz klar. Kollege mit Boxengasse, ja. Ich glaube, die machen mir auch keinen neuen Flügel drauf. Nee. Ja, super, da hätte ich mir das mit dem Boxenstopp auch sparen können. Hättest manuell einstellen müssen, was du dann haben willst. Sorry, das war eine Brechstange. Da hab ich den Bremspunkt. Kann ich auch ein Lied davon singen, die Bremspunkte. Hihi.
Ah, diese Rechtskurve, jedes Mal komme ich da zwei raus und das ist im falschen Gang. Vielleicht geht's ja gerade auf. Wo wir am Ende landen dann. Ja, ich frage mich, ob noch jemand an die Box muss oder wie das ausschaut eigentlich jetzt. In Runde 18 von 29. Kann schon gut sein, dass noch Leute an die Box auch fahren. Waren schon einige an der Box. Ja, ja. Ach Mann, schon wieder zu weit rausgekommen. Ah nein! Ja, der Alonso vor uns, der wird wahrscheinlich durchfahren. Schätze ich jetzt mal. Waren nochmal zwei an der Box gerade. Okay. Nein, komplett Auto, danke. Die schnelle Schikane kann ich einfach jetzt nicht mehr so schnell fahren. Schade. Ja, geht mir ganz genauso. Nur noch so eine halbschnelle Schikane. Ist immer voll lupfen. Aufs Benzin muss ich auch schon wieder aufpassen. Okay. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,2 Sekunden. Ja, weißt du, ich hab wieder abgetankt am Anfang. Du Gangster. Ja, hat mir nichts gebracht. Da bin ich auch mit einem Safety Car gerechnet. Aber nach dem schaut es irgendwie nicht aus heute. Ne, überhaupt nicht. Ich bin nicht mal am Ocon vorbeigekommen jetzt mit DRS und Windschatten.
Ja, das ist hart. Der hat Softreifen drauf. Du warst super soft, ne? Mhm. Okay, Abstand zum Teamkollegen 24,0 Sekunden. So, jetzt bin ich irgendwie durch mit Brechstange. Wir sind noch hinter uns, Science hinter uns auf Platz 18. Verdammt! Okay, das gibt wohl ein Safety Car, oder? Jetzt nicht. Ich hab gerade das DRS überschätzt und den Bremspunkt nicht genau gefunden und BAM, da bin ich drin pickt. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie? Nee, wird kein DRS geben. Kein Safety Car. Bestätige. Halt nochmal. Schade, nachdem ich relativ viele Runden stabil gefahren bin. So ein Fail. Ja, ich steck da zurück, das bringt ja gar nichts gegen Fantanes zu kämpfen. Und sowieso gleich an der Box. Boah, Lenkung gerade nicht fahren. Beziehungsweise Grip. Oje, das war so fehl. Puh. Da werde ich locker durchkommen mit den Reifen. Thank you.
kommt denn der Massa jetzt plötzlich her? Wasser, geh weg! Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Nice. Was für eine Kunst. Du hast Ultrasoft drauf, wa? Ultrasoft, genau. Ja, ich kann keine gescheiten Zeiten mehr fahren. What the f- Au, oh, scheiße, Mann! Bin im Minus, nein! Läuft bei dir! Wart auf Magerstellen. Ja, ja, ich auf auch Standard schon und da bin ich auf 0,00. What the fuck! Okay, das klingt nicht gut. Alter, Massa hat mich voll abgeschossen. Was zur Hölle? Jetzt nicht den eher ernst. Boah, super. Ich war da gerade über die Piste. Oh, Boxengasse. Ja, er hat mir halt voll den Flügel abgefahren. Beziehungsweise mich geschoben und ich habe mich sonst wie gedreht irgendwie. Mhm. Oh nein, jetzt falle ich da auch noch bald aus die Punkte raus. Oh nee. Ah, shit. Also wenigstens eine Nullnummer für uns beide. Ja. Beträgt 2,1 Sekunden. Komm schon, ich will jetzt. Go, 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 go. Ah, super, da kommen jetzt noch mehr. Oh, Alter, das wird. In der ersten Kurve kommen wir aufeinander. Oh Gott, das geht sowas von schief. Hamilton hat mich überrundet. Dafür ist ein Traum, mit der Ultrasoft zu fahren und frischen Flügel. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 27,2 Sekunden. Oh ja, das fährt sich gleich wieder ganz anders. Wir stören den Namen, muss ich sagen.
Namensplaketten zum Teil, weil ich dann meine Bremspunkte nicht mehr finde. Du kannst die ausstellen, die Namensplaketten. Ja, ich weiß, ja. Dann weiß ich halt nicht mehr, welcher Fahrer das ist, aber es... Oh ja, sieht man eh links oben. Ich werde das machen fürs nächste Rennen. Ich werde die ausstellen. Nein! Oh, oh, bleib hier, Auto. Okay. Dachte jetzt schon, es ist gleich mein Rennen vorbei. Ach komm. Verwerken. Wie geschwanzelt ist jetzt. Beiße! Wow. Hat der gerade rechts rüberzug, der Erickson? Ist mir da gerade hinten drauf gefahren, ist die nächste Frage. Immerhin nicht letzter. Zum Auto vor dir beträgt 9,5 Sekunden. Ja, genau. Ja, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, ich bin rausgekommen, bin wieder auf die Strecke und wir sind voll reingefahren. Und bin oh, jetzt, da liegt der Flügel rum. What the heck? Genau, das ist mein Flügel. Wenn du gerade mitten drüber gefahren, dann geht er das jetzt, sonst was Schäden bekommt. Also, das war ein nicht glorreiches Rennen. Du, ja, aber wir haben es überlebt. Wir sind nicht ausgeschieden, wir sind ins Ziel gekommen. Ja, aber... Hamilton hat das Rennen gewonnen. Jetzt hätte er ihn. Ja, 16 daher. 19. Platz für mich. Am nächsten Mal machen wir es besser, ne? Ja, würde ich auch sagen. Also dann. Ja, bis zum. Na warte mal, das Podium schauen wir uns schon noch an. Ach so, ne? Ja, okay. Stimmt, ja, das ist ja jetzt auch mal. Genau, im Multiplayer gibt es jetzt ein Podium. Na dann. So freut er sich, der Hamilton. Ricardo Dritter und Bottas Zweiter. Na dann. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye.